Willkommen, ihr Suchenden des Unbekannten, im mysteriösen Zentrum. In einer Welt, in der sich die Realität über die Reichweite unserer fünf Sinne hinaus erstreckt, in der Zeit und Raum verschwimmen und in der unsere inneren Wünsche die Macht haben, unsere äußere Welt zu formen, begeben wir uns heute auf eine Reise. Eine Reise, die die Grenzen ihres Verständnisses herausfordern wird, die sie einlädt, hinter den Schleier zu blicken und die Mystik anzunehmen, die uns allen innewohnt. Sind Sie bereit, die Geheimnisse der Existenz zu entschlüsseln? Die Tiefen deines eigenen Geistes zu erforschen? Begleiten Sie uns, wenn wir in das Reich des Unfassbaren eintauchen und den Weg zur Erleuchtung erhellen. In den unermesslichen Weiten des Daseins ist das, was wir sehen, hören oder berühren, nur eine kleine Welle an der Oberfläche. Die wahre Essenz der Realität ist mit den Fäden unserer Emotionen und den Wandteppichen unserer Interpretationen verwoben. So wie die Anziehungskraft des Mondes die Gezeiten beeinflusst, wirken unsere innersten Wünsche wie ein Kompass, der unser Handeln leitet und die Tiefen unserer Seele offenbart. Und wenn wir in der Stille sitzen und unsere Augen vor dem Lärm der Welt verschließen, wird die Meditation zur Brücke. Eine heilige Brücke, die uns in unsichtbare Gefilde führt und Wahrheiten ans Licht bringt, die jenseits der Grenzen des Greifbaren liegen. Wenn wir uns dem rhythmischen Tanz unseres Atems hingeben und tief in den Ozean der Meditation eintauchen, beginnen wir, die Schichten unserer irdischen Existenz abzustreifen. Wir erwachen zu der tiefen Offenbarung, dass wir nicht nur Gefäße aus Fleisch und Knochen sind, sondern ewige Seelen, die über die Grenzen von Zeit und Raum hinausschweben. In dieser grenzenlosen Weite gibt es unter uns Begnadete sehr, die flüchtige Blicke auf das Morgen erhaschen, die auf Bereiche und Dimensionen hinweisen, die wir noch nicht vollständig verstehen. Ein Zeugnis für das riesige Gewebe der Existenz, in dem die Grenzen zwischen Jetzt und Zukunft zu einem zeitlosen Kontinuum verschwimmen. Im verschlungenen Tanz der Existenz haben wir Menschen die Macht, unser eigenes Schicksal zu gestalten. Nicht nur durch unsere Taten, sondern auch durch die tiefgreifenden Strömungen unserer Überzeugungen und Emotionen formen wir den Ton der Realität. Jede Kreuzung, jede Entscheidung eröffnet eine Vielzahl potenzieller Wege, die uns durch ein Labyrinth von Möglichkeiten führen. Und wenn wir den Gipfel der spirituellen Einsicht erklimmen, sehen wir die Zeit nicht als eine lineare Reise, sondern als einen riesigen Wandteppich. Ein Reich, in dem die Vergangenheit der Zukunft zuflüstert, in dem sich Erinnerungen und Träume verflechten und in dem jeder Moment, ob Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, in harmonischer Synchronizität existiert. Im Reich der spirituellen Sicht lösen sich die Grenzen der linearen Zeit auf und enthüllen einen großen Wandteppich, in dem die Momente von gestern, die Träume von morgen und der Atem der Gegenwart in ewiger Harmonie tanzen. Wenn wir unseren Fokus auf das Ätherische und Unsichtbare richten, hauchen wir diesen nicht greifbaren Bereichen Leben ein und bringen sie in unserem Innersten zum Klingen. Und in diesem Tanz des Bewusstseins liegt die Alchemie der Vorstellungskraft, eine Kraft, die so mächtig ist, dass sie, wenn sie mit Verlangen genutzt wird, das Gewebe unseres Schicksals formt und unsere Zukunft mit den Farben unserer Träume malt. Im rätselhaften Tanz der Existenz ist es das Verlangen, das unsere Seele in Flammen setzt und uns auf der unaufhörlichen Suche nach Erfüllung vorwärts treibt. Jedes Flüstern der Sehnsucht, jeder Pulsschlag der Leidenschaft will die Ecken unseres Seins mit dem Glanz der persönlichen Bereicherung erhellen. Doch die wahre Alchemie entfaltet sich, wenn wir diese inneren Rufe mit Schnelligkeit und Absicht beherzigen. Indem wir unsere tiefsten Sehnsüchte annehmen, weben wir einen Wandteppich des Schicksals, der nahtlos mit dem Kern unserer Überzeugungen übereinstimmt und einen Kurs zu Horizonten aufzeigt, die die Lieder unseres Geistes widerspiegeln. Auf der mystischen Reise zur Verwirklichung unseres Schicksals kommt eine heilige Alchemie ins Spiel. Sie beginnt mit der kristallinen Klarheit des Wunsches, einem Leuchtfeuer, das unseren Weg erhellt. Von dort aus malt das geistige Auge lebendige Wandteppiche unserer Sehnsüchte und bringt sie näher an das Reich des Greifbaren. Während der Körper in tiefer Entspannung sein Heiligtum findet, erhebt sich unser Geist und taucht voll und ganz in die Tiefen der imaginären Reiche ein.
Der wahre Zauber liegt jedoch darin, diese Visionen in das Jetzt zu transformieren. Denn indem wir ihre Unmittelbarkeit annehmen, hauchen wir unseren Träumen Leben ein und machen sie zu greifbaren Wesen in unserem Tanz der Existenz. In dem empfindlichen Gleichgewicht zwischen Wachsein und Schlummer liegt ein mächtiges Reich der Visualisierung. Schläfrigkeit ist wie ein sanfter Schleier, der die scharfen Kanten des bewussten Verstandes abschwächt und es den Visionen ermöglicht, mit größerer Leichtigkeit zu fließen. Doch inmitten dieses ätherischen Dunstes muss man ein wachsamer Wächter seiner Gedanken sein und sie mit Absicht und Ziel lenken. Und in diesem ruhigen Abgrund wird die rhythmische Kadenz von Mantras und prägnanten Sätzen zum alchemistischen Gesang. Geflüstert oder leise wiedergegeben, weben diese heiligen Worte das Gewebe unserer tiefsten Wünsche und ziehen sie aus dem Reich der Träume in den greifbaren Wandteppich unserer Realität. Im weiten Kosmos unserer Psyche ist die Vorstellungskraft der Grundstein des Glaubens und das Leuchtfeuer der Hoffnung. Sie ist das ätherische Fernrohr, durch das wir die schimmernden Horizonte unserer Zukunft erblicken und sie mit den Farben unserer Träume und Hoffnungen ausmalen. Wenn wir diese mystische Reise antreten, wird die dynamische Meditation zu einem heiligen Ritual. Sie lässt uns in die Tiefen der Entspannung eintauchen und wirkt wie eine Brücke zu Bereichen jenseits unserer irdischen Grenzen. Durch ihre Umarmung ergründen wir die unzähligen Schichten unseres Seins und erkennen, dass wir nicht nur Sterbliche sind, sondern himmlische Wesen, die aus Sternenstaub und Geist gewebt sind. Im sich ständig weiterentwickelnden Tanz der Existenz findet man die tiefste Freude nicht in den glitzernden Auszeichnungen der äußeren Welt, sondern in der leuchtenden Entdeckung des göttlichen Funkens im Inneren. In dieser heiligen Erkenntnis entfaltet sich wahre Zufriedenheit, wie eine Lotusblüte im stillen Teich des Herzens. Und wenn wir diesen Weg des inneren Erwachens beschreiten, wird das Feiern zu mehr als nur einer Festlichkeit. Wenn es mit seelischer Absicht begangen wird, verwandelt es sich in ein magnetisches Ritual, das unzählige Gründe zum Jubeln anzieht und das Universum mit Harmonien der Freude und Dankbarkeit widerhallen lässt. Das Gesetz der Anziehung webt seine rätselhaften Fäden in den großen Wandteppich der Existenz und zieht das Echo unserer tiefsten Absichten zu uns. Dieses kosmische Prinzip ist der Beweis dafür, dass wir, wenn wir mit den komplizierten Melodien des Universums harmonieren, eine Kaskade von Glücksfällen und Segnungen herbeirufen. Wenn wir tiefer in unsere Essenz eindringen, wird die Anerkennung unserer inneren Göttlichkeit zum alchemistischen Schlüssel. Es erschließt unser angeborenes Potenzial, das Gewebe unserer Realität zu formen, und erlaubt uns, im Tandem mit dem Rhythmus des Universums zu tanzen und eine Symphonie von verwirklichten Träumen und erfüllten Schicksalen zu schaffen. Während sich unsere Reise durch diese ätherischen Gefilde dem Ende zuneigt, sollten wir uns daran erinnern, dass das Flüstern des Universums allgegenwärtig ist und uns zu unserem wahren Potenzial führt. Wenn wir das Göttliche in uns annehmen und die kosmischen Gesetze beherzigen, können wir unser Schicksal gestalten und mit dem harmonischen Gesang des Universums in Resonanz gehen. Möge dein Weg durch Erkenntnisse erhellt werden und dein Herz stets offen sein für die unendlichen Möglichkeiten, die auf dich warten. Bis sich unsere Seelen wieder verflechten, reise in Frieden und Staunen, lieber Suchender.